Und so nehmen wir nun Abschied von Tobias Geißendörfer. Ich hätte immer so gern gehabt, Rosen. Tobias hat mir mal erzählt, dass sie in Lateinamerika immer etwas Wein für die Toten ausgießen. Ich glaube, das hätte ihm gefallen. Und Bananen hat er auch sehr geliebt. Darf ich... Den habe ich ihm mal zum Geburtstag geschenkt. Das ist ein absoluter Lieblingsschnuffelbär. Sie wissen ja, wie gerne Tobias immer gegessen hat. Und ich finde den Gedanken einfach unerträglich, dass er da, wo er jetzt ist, nichts zu essen hat. Deswegen habe ich ihm das mitgebracht. Also, das geht nicht. Ach, Sie meinen, weil da unten kein Strom ist? Kein Problem, ich habe extra ein Verlängerungskabel mitgebracht. Ich habe an alles gedacht. Wo ist denn die nächste Steckdose? Nein, halt, stopp. Das geht mir wirklich zu weit. Selbst wenn Sie ihm dieses Fahrrad zum Namenstag geschenkt haben sollten... Nein, das hat er von seiner ersten Freundin bekommen. Und der hat ja schließlich sehr viel Zeit verbracht. Wenn Sie dieses Fahrrad da reinwerfen, dann rufe ich die Polizei. Ach, schade. Ich weiß auch sonst wirklich nicht, wohin damit. Gucken Sie mal, da vorne ein Eichhörnchen. Wenn jetzt irgendjemand irgendwas reinwirft, dann hole ich die... Ja, aber eine Sache muss ja schon noch rein. Was denn? Kruzifix noch mal. Tobias.